Sie haben einen Studienauftrag gegeben über die Machbarkeit von Bahnen im Raum Salzburg, Bayern und Oberösterreich. Welches Ziel verfolgen Sie damit? Das Hauptziel ist, dass wir viele Initiativgruppen, Stadt und Land Salzburg, in ein Boot bekommen. Ich denke, wir müssen einen ganz, ganz großen Bogen spannen, um den öffentlichen Verkehr zukünftig zu organisieren. Und diese Studie sollte uns ganz entscheidend dabei helfen. Wann sollen erste Ergebnisse vorliegen? Das Ganze wird jetzt gut ein Jahr dauern. Das heißt, mit den Ergebnissen ist Februar, März 2015 zu rechnen. Und diese Ergebnisse sollen auch Basis sein, damit dass die Politik eine gute Entscheidung fällen kann. Sie haben gesagt, es gab schon mehrere Studien. Was ist jetzt anders an Ihrem Auftrag? Ja, es gab viele Studien. In der Zeit, wo ich jetzt Verkehrslandesrat bin, waren viele bei mir vorsprechig und viele gute Ideen. Menschen, die sich wahnsinnig für den öffentlichen Verkehr engagieren. Und mit dieser Studie möchten wir all diese positiven Kräfte vereinen, dass wir zu einer Gesamtstudie kommen, hinter der alle stehen und dass wir uns wirklich auf eine Studie konzentrieren. Das brauchen wir auch, um zukünftige Fördergelder, sei es jetzt aus Brüssel oder aus Wien, lukrieren zu können.